Er kommt bestimmt gleich rein und will mal nachgucken, was so Sache ist. So. Ja, das sieht doch gut aus. Was, mal gucken, was es gibt. Wahrscheinlich gibt es Popcorn. Das wäre super. Okay, das ist ein Heilungs-Item. Das ist ein Drop. Das sind Heilungs-Items. Das ist ein Heilungs-Item. Roasted Corn. Roasted Corn sieht doch gut aus. So. Sehr gut. Okay. Also, essenstechnisch sind wir auf einem guten Weg. Wo sind hier irgendwelche Viecher in der Nähe? Gar nicht. Okay. Mich nervt es nur, dass hier dieses Loch ist. Ne? Das ist arg. Und egal, was wir jetzt hier aus den Wänden reißen würden, es würde wieder ein Loch entstehen. Ne? So. Da ist ein... Nee, ich glaube, das ist gar keiner. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einer von den Bösen. Oh, wir haben hier eine Schmiede. Okay, wir müssen jetzt gleich mal am nächsten Tag das Dorf untersuchen, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier alles lassen. So, da oben war noch nur noch mehr Futter. Ja, Dirt kommt hier rein. So, das Heilungszeug. Ich glaube, wir brauchen hierfür bald mal eine neue Kiste. Wenn wir mal das hier machen. Und werden mal Brote craften. Oh! Ah, okay. Teig. Dann halt Teig. Ist mir auch egal. Wow! Oh. Schock! Puh. Das war mies. Also, ihr seht, Crafting Machines gehen kaputt. Mit sich, dass ich aus Teig nichts machen kann. Usage. Kann ich Teig wenigstens essen oder so? Okay, also es ist eine Menge Voxels wert, aber... Ah! Wenn ich sie nicht essen kann, habe ich ja nichts damit gewonnen. Aha. Schön. Ach, das macht mich sehr glücklich. Nicht. Ja, erst gucken, dann craften. Ist schon klar. Es bringt uns auf jeden Fall eine Menge Geld ein, wenn wir es irgendwann mal zu irgendwas verkaufen können. Jetzt erstmal noch nicht. Okay, so. Ich hole mal von oben jetzt noch die Kisten hier, wenn die noch da stehen. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Oh, da war noch ein Messer drin. Verdammt. So. Futterkiste. Bauen wir daneben. Oh. Das war nicht meine Absicht. So. Hi. So, wir haben noch kein Gravel, das heißt, ich kann noch keine Crude Pick bauen. Das ist ein bisschen doof, aber wir können die Nacht ja nutzen, um ein bisschen Holz zu schlagen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. So. Packen wir die Axt mal hier hin. Boah, sind die eigentlich was wert? 64 Voxel. Hm. Aber bis jetzt habe ich ja noch keine Möglichkeit gefunden, was kaputt zu machen, ne? Also, in Voxel umzuwandeln. Oh, ja, das war sinnvoll. Ich finde diese Mechanik übrigens an sich ganz cool, aber die hat so viele Nachteile. Ganz ehrlich, wie lange wir jetzt alleine am Craften sind für so ein bisschen Holz, ne? Gut, so viel braucht man glaube ich auch gar nicht, wenn man nur noch überleben will. Ich meine, wir haben uns ja jetzt hier schon in einem Haus niedergelassen, was quasi gar nicht uns gehört. Und kämpfen im Grunde nur um die letzten Ressourcen. Obwohl, kämpfen sieht anders aus. Also momentan komme ich mir nicht vor, als wenn ich kämpfen müsste. Und es scheint uns kein Essen zu kosten, das ist schon mal schön. Ich dachte, das hätte eingebaut, so nach dem Motto, ja, wenn du schon Holz haust, dann musst du auch damit rechnen, dass es dich einen Haufen Kohle kostet. Und die ruhigen Stimmen
unserer tollen Mitbewohner hier sorgen zumindest dafür, dass man sich ein bisschen besser fühlt. So, Holz gehackt. Holz weg. So. So, hier kommen jetzt den ganzen Heilkram rein. So, wir nehmen 1, 2, 3 davon mit. Nehmen einfach, was nehmen wir denn mit? Das normale. Wo ist eigentlich das andere Medikit hin? Ich hatte doch ein Enchanted Medikit, wenn ich mich recht entsinne. Ha! So, ein Pflaster können wir mitnehmen. Die kommen aber nicht hier rein. Und wir brauchen irgendwie, ja, komm, wir nehmen hier so eine Healing Self mit, das sollte passen. So, das ist Enchanted Medikit, okay. Das ist schon mal ein guter Anfang. Okay, so. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Kram dabei, um mich zumindest in der Notsituation zu heilen. Und die sind wir mal nach unten. Wubbeln hier mal raus. Das war total sinnvoll, da können sie nicht rüberklettern. Okay, so. Und dann gucken wir doch mal uns das Dorf an. Ich habe ja gesagt, hier ist eine Schmiede, ne? Die können wir uns mal angucken. Äpfel! Und Gilded Boots und Dark Boots. Wow! Die sind mit Energie krass, okay. Und die sind, sind die was wert? Ein Voxel. Na, wow. Das ist ja bombastiös. So. Beacon. Unten haben wir noch schön Felder. Das Problem ist natürlich mit den Feldern. Hat uns viel gebracht. Ne? Wenn in den Feldern, also wenn uns die Felder an sich überhaupt nichts bringen, dann, ja, also zumindest die normalen. Tough Fabric. Okay, das ist hier alles Kram. Mitnehmen, was geht. Irgendwelche Blueprints und so. Okay, hier ist nix. War hier nicht über der Tür? Ja. Sehr gut. Ein Engineer's Hammer. Man weiß ja nie. Okay. Hi. Wie geht's denn so? Gut. Zumindest jetzt nicht mehr so gut. Oh mein Gott. Wie sieht denn die Welt aus, sag mal? Kann ja nicht angehen. Okay, da muss ich noch hin. Erstmal spionieren wir. Ach ne, können wir auf dem Rückweg machen. Das finde ich hier extrem cool mit den Kernels und so, ne? Also mit dem Popcorn und. Was heißt Popcorn? Ihr wisst schon, Mais. Die Kernels kann man mit Sicherheit auch zu Popcorn machen, aber Mais. Ihr wisst ja Bescheid. Ihr wisst ja, was ich meine. Ist es quasi hier noch eine Mühle oder was? Okay. Na gut. Gucken wir mal. Au. Das hier ist cool. Da ist bestimmt Redstone runter. So, und dann gibt es hier eine Treppe nach oben. Da muss man die letzte Stufe springen, weil warum auch nicht? So, hi. Was geht so bei euch? Okay, schön. Dann würde ich sagen, tauschen wir mal den direkt aus. Ein bisschen mehr Rüstung ist immer gut. Boah, Essen ist hier ohne Ende. Unglaublich. Okay, wo geht's hier? Aha. Aha. Noch mehr Workbenches. In den Öfen ist nichts drin. Geht's hier noch höher? Ja. Aber anscheinend keine Chests mehr. Aber schön. Auf jeden Fall schön gemacht. Oh doch, hier sind noch Chests. Okay. Ich kann gar nicht. Oh, Hallöchen. Dich hätte ich gerne mitgenommen. So, dann packen wir jetzt einfach mal hier Aluminium und Iron Rod rein. So, dich möchte ich gerne mitnehmen. Ein Bett. Das bauen wir uns gleich in die Mühle. Ich finde das Häuschen zwar ganz schön, aber das ist irgendwie unübersichtlicher als unsere schöne Mühle. Beziehungsweise ich habe mich jetzt einfach dran gewöhnt. So, okay. Wir kriegen hier also einen Haufen Zeug. Also, wenn die Stadt nicht irgendwann massiv überrannt wird und wir dann Probleme damit kriegen, sollte die eigentlich eine gute Ressource auch für Futter und so sein, ne? So. Okay, geht's hier hinten noch irgendwo weiter? Hier ist noch ein Beacon.
Und jetzt, wo der sich auspiept, können wir hier mal uns die Chests dann noch angucken. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes drin. Ich meine, wir können es ja alles im Nachhinein wieder holen. Hi. Ich habe keinen Platz für nix. Da ist nur irgendwas. Hier ist ein Healing-Gedingsel. Sieht's bei euch gerade nicht. Nein. Alter. Flieg. Danke. Die scheint mir sinnvoll. So. Und hier sind Massen. Boah. Flipper, aber doch, hier sind Hosen. Sehr gut. Dann haben wir auch eine Hose an. Sehr gut. Gefällt mir. Gut, hier müssen wir dann später nochmal hin. Gucken, ob wir irgendwie den ganzen Kram noch. Da wollte sich jemand anschleichen. Gleich ist meine Keule eh durch, aber gut. So, Beacon müsste jetzt mittlerweile. Ja, da stehen oben schon die Fässchen rum. Meine Güte, ich glaube, das größte Problem ist, dass man so viel Schund hier kriegt und sich überlegen muss, was man mitnehmen will und was nicht. Hier, Medical Crate. Ist da ein Riesenmonster? Rusty Pipe. Iron. Da steht der dritte. Oh Gott. Ich habe doch gar keinen Platz für so einen Mist. So, Kohle sieht gut aus. Weed brauche ich gerade auch nicht. Dann nehmen wir Alu mit. Und was packe ich noch weg? Keine Ahnung. Sticks für Redstone. Und Kakao. Wir nehmen einfach jetzt mal kurz das Pflaster hier. Okay, so. Wieder voll geheilt. Und dann können wir den Kakao noch mitnehmen. Also, beziehungsweise in dem Fall jetzt das Questbuch. Sind die jetzt abgehauen oder suchen die gerade einen Weg, um mich zu kriegen? Sollte mich das stutzig machen? Ich weiß ja nicht. So, wir können wohl aus diversen Ressourcen andere Ressourcen gewinnen. Deshalb müsste ich jetzt mal gucken, ob wir nicht anfangen sollten, die ganzen Drops, die wir haben, mitzunehmen. Also die Drop Crates. Das ist echt nicht hässlich hier. Und da hinten ist, wie gesagt, noch irgendwo ein Gebäude. Nicht hässlich, nicht hässlich. Was mir hier fehlt, ist Sugarcane. Ist hier echt Sand in der Mitte? Warum? Dieser ganze Sandy Dirt. Bist du böse oder bist du gut? Ah, okay, du bist gut. Das ist schon mal beruhigend. Keine miesen Viecher in meiner Gegenwart. Da ist noch ein Haus. Oh mein Gott. Okay, also. Oh, mit sowas muss ich aufpassen. Wir heilen nur sehr wenig durch Essen. Das mit dem Aufheben macht das Ganze nur noch anstrengender. Okay, so. Dann kurz mal den ganzen Kram in die Kisten räumen. Ja, wie gesagt, wir müssen uns vielleicht ein Ziel überlegen, was wir machen wollen. Also wir müssen auf jeden Fall hier aus der Gegend raus und müssen einen normalen Dirt besorgen. So viel ist schon mal klar. Wir haben jetzt einen Haufen Zeug. Also wir haben auf jeden Fall das Bett. Ich glaube, das war eine Quest. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir haben einen relativ passablen Essensvorrat, würde ich mal spontan behaupten. Das sieht übrigens irgendwie nicht gesund aus. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir haben halt auch einen Haufen Mist, mit dem wir wahrscheinlich vorerst gar nichts anfangen können. Okay, wir haben gut Kohle, das ist schön. Wir haben hier ne, den ganzen Kram, den wir definitiv erstmal nicht brauchen werden. Bell Pepper und Healings. Da haben wir jetzt zwei, okay. So, das Gerät zum Beispiel. So, okay, Questbuch.
Bett. Dafür können wir uns wieder ein Viertel Herz holen. Was gibt's denn noch für eine Quest, die wir... Roped in... Wie viele Strings habe ich? Wie viele Strings habe ich? Ich glaube, aus String konnte man Rope machen, oder? Okay, das ist Wolle. Das ist kein Rope, okay. Climbing Rope Recipe. 3 Strings. Okay, also dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Crafting Table. Chuck, chuck. Chuck. Climbing Rope, okay. Check. Die wäre damit auch erledigt. Okay. Building Bridges Clay. Clay finden wir nur in Wassernähe. Und für eine Crude Pick brauchen wir Flint. Alles gar nicht so einfach. Okay, so Material wieder. Jetzt hab ich. Ist es aus DecoCraft oder was? Wie cool ist das denn? Das ist eine echte Leiter? Oh Gott. Meine Güte, wird das noch anstrengend. Achso, wir wollten das Bett hier hinstellen. Ich überlege gerade, wo. Ich glaube, ich stelle es hier hin. Spawn Set. Und wir können, wie ihr sehen könnt, nicht schlafen. Also, der Spawn an sich bringt mir gar nichts. So, da wollten wir noch rein. Das war nicht das Haus, oder? Nee, das war das Haus auf der anderen Seite. Da wollen wir noch rein. Gott, so viele Häuser. Unglaublich. Okay, wir haben einen Haufen Tools. Okay, die wird gleich, ja, noch 12 Uses, dann ist die durch. Wir haben so viel Medizeug, ne? Wir bräuchten noch ein Viertel Herz, um uns als... Oh, was ist denn das? Tough Fabric, okay, uninteressant. Climbing Rope, uninteressant. So. Ordnung ist wichtig. Okay, wie kann ich denn hier... Konnte ich hier nicht Leder herstellen? Leather. Okay, ich könnte Zeug zerschneiden. Crusher, Squeezer, Reconstructor. Gab es hier nicht die Option, irgendwie ein Drying Rack oder so? Ja, da. 3 Sticks, 3 Planks. Okay, das kriegen wir hin. So, das gefällt mir richtig gut. So, 3 Sticks, 3 Planks. Vielleicht andersrum. Okay, so, Drying Rack kommt hier drüben hin. Und da können wir jetzt nämlich Gehörn aufhängen. Flip. So. Und das zu Leder umwandeln lassen. Das ist sehr gut. Dann können wir uns nämlich eventuell mal ein Backpack craften, ne? Basic Backpack braucht 4 Wolle, 4 Leder. Gibt es noch andere? Das sind die Iron-Dinger. Das sind die ganzen erweiterten. Und gibt es Bags irgendwie? Ah, es gibt auch noch andere. Okay. Okay, das ist ja total unspannend. 4 Wolle, 4 String und eine Chest. Oder den Soulbound mit Eye of Ender, Gastiers und Diamanten. Ist ja total easy gebaut, Mensch. Was kostet der Golden Bale of Holding? 6 Gold, 1 Magic Wood, was anstrengend genug ist. Okay, gut. Fällt alles flach. Wir haben nicht genug String. Beziehungsweise nicht genug. Ich habe auch noch keine Schafe bis jetzt gesehen. Muss ich ja zugeben. So, wie lange braucht die? Ah, guck mal, das geht ja. Okay. Also, Backpack erstmal wohl nicht. Beziehungsweise nur, wenn wir mehr Wolle finden. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Schön. Ich sehe aber kaum böse Leute um uns rum. Es ist interessant. So, also, was müssen wir machen? Wir müssen weiter erkunden. Wir müssen vor allem an Dirt und an Clay kommen. Das heißt, ich muss hier weg. Ich komme. Wie baut man eine Crude Pick nochmal genau? Eine Crude Pick war nur, genau, 2 Flint, 1 String, 1 Stick. Okay, das ist grundsätzlich ist kein Problem, wenn wir irgendwo Gravel finden. Vielleicht sollten wir mal in die Richtung abwandern und gucken. So, um die Chance zu bekommen.
Irgendwie witzig mit dem Wasser. Ah, ja. Oh Gott. Aber wir leben noch. Das ist für mich das Erstaunlichste. Ja, also ihr seht, das Pack birgt alleine schon am Anfang ziemliche Schwierigkeiten mit dem Crafting. Gott, habe ich mich erschrocken, als die blöde Crafting Bench da zusammengebrochen ist, obwohl ich wusste, dass die kaputt gehen. Ne? Das Drying Rack finde ich extrem cool. Wir haben aber ein sicheres Zuhause gefunden und haben halbwegs gute Ressourcen und Vorräte. Wir sollten vielleicht auch mal hier einen neuen W-Punkt zum Thema Home setzen. Einfach nur, damit man weiß, wo man ist. Ne? Weil ansonsten werde ich wahrscheinlich hier untergehen. Ja, und für die erste Test-Session soll es das gewesen sein. Ihr könnt jetzt, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, entscheiden, wie gut ihr das fandet. Mir das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich werde dann je nachdem, also ich werde ein paar Packs antesten, je nachdem, wie es euch gefällt, mich dann für eins von denen zum Spielen entscheiden. Und keine Angst, sowohl Sebikraft Tech als auch Sky Factory gehen erstmal noch weiter. Bei Sebikraft Tech weiß ich noch nicht, wie lange, weil wir sind langsam sehr an einem Blackpunkt angelangt. Aber Sky Factory versuche ich soweit durchzuspielen, wie es mir Spaß macht. Also ich werde keine massiven Grindquests machen. So, genug gelabert. Ich denke mal, ich werde 3 Folgen aus dem ganzen Ding hier machen. Das ist also die 3. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von irgendwas. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.